So. Jetzt sind wir wieder hier in Omi. Zu Hause. Zu Hause. Ja. Reicht das Sakai-Anwesen? Das ist da vorne. Keine Spur von Mongolen. Sehr schön. Ist sie? Ihr wagt es! Oh, junger Meister. Ich dachte, ihr wärt tot. Ich kam so schnell ich konnte. Schön, dich zu sehen, Yuriko. Ihr seht müde aus. Habt ihr Hunger? Nicht jetzt. Vielen Dank. Die Armee des Khans muss vorbeigekommen sein. Hat es Ärger gegeben? Ein paar Banditen. Mit denen werde ich fertig. Die Omi. Ich komme wegen Vaters... meiner Rüstung. Im Komoda wolltet ihr sie nicht tragen. Vieles ist seitdem anders. Sie ist sicher versteckt. Hey. Geister der Vergangenheit startet jetzt. Hier entlang. Okay. Diese alten Knochen. Taichi kann mir helfen, sie zu holen. Er ist auf dem Friedhof. Was macht er dort? Alles in Ordnung halten. Pflanzen für meine Gifte sammeln. Ungeziefer von unseren Vorräten fernhalten. Gut, dass du nicht allein bist. Was ist mit Fürst Shimura? Er lebt. Die Mongolen haben ihn in Komoda gefangen. Doch wir befreiten ihn. Oh, es haben mehr überlebt. Und sie helfen euch. Ein paar. Fürstin Masako. Gut. Sie kämpft an der Seite der Jungs, seit sie ein Dreikäse hoch war. Davon musst du mir eines Tages mehr erzählen. Aber es seid nur ihr beide? Noch ein paar. Sensei Ishikawa. Ich habe ihn ewig nicht gesehen. Tut er noch immer so, als wüsste nur er, wie man alles richtig macht? Ja. Er hat nicht immer recht. Aber er schießt wie kein Zweiter. Da wird er euch zustimmen. So. Ah ja. Fürst Sakai, ihr seid zurück. Ich würde gern bleiben. Aber ich höre, ihr sorgt gut für Yuriko. Das habt ihr falsch verstanden, mein Herr. Taichi, helft mir mit der Sakai-Rüstung. Geht. Ich habe hier noch zu tun. Besuch das Grab deines Vaters. Okay. Das Unkraut ist nicht gegessen. Tut mir leid. Unser Herr. Wenn ich nur wüsste, wo. Ach, da, da vorne. Alles klar. So, oh, sieht so klasse wieder aus. Meine Fresse. Wer da, wer hier kehren muss, der hat zu tun. Oh, ein Haiku verfassen, geil. Über Vermächtnis sinnieren. Licht für den Vater. Schatten für Vater. Nö, Trauer für Vater. Ja, Trauer für Vater, will ich erstmal sagen. Wir haben hier meditiert. Sein Grab nahe, die Seele fern. Okay, ja. Jetzt bin ich allein.
Was können wir noch auswählen? Aber könnten wir das auswählen? Oder, in den Bäumen ist noch was. Alles muss vergehen. Der Baum lebt weiter. Genau, der Baum lebt weiter. Trauer für Vater. Sein Grab nah, die Seele fern. Der Baum lebt weiter. Genau. Lege die Rüstung deines Vaters an. Geil. Den Moment haben wir echt gewartet. So. Ich bin natürlich wieder falsch gelaufen. Ich glaube, in dem Haus ist es, ne? Oder auch nicht? Ah ja, da drin. Also doch im Anwesen. Alles klar. Okay. Da ist sie ja. Oha. Hilfe! Ja, auch die Samurai haben auf Mund- und Nasenschutz geachtet. Schon damals. Junger Meister? Geht es dir gut? Ja, nur etwas schwindelig. Ihr saht gerade aus wie... Zeigt euch, Feigling! Geh ins Haus. Oh, wer will? Sakai-Maske, getragen vom größten Samurai des Sakai-Clans. Sakai-Clan-Rüstung für den Anführer des Sakai-Clans, früher von Jins Vater Kazumasa Sakai getragen. Okay. Haut euch nur! Verdienen wir uns den Lohn! Ach, shit. Yeah.
Yuriko! Fürst Sakai! Ja? Geht es dir gut? Ihr habt sie abgeschlachtet! Macht Yarikawa uns wieder Ärger? Die Yarikawa-Rebellion ist 20 Jahre her. Diese Männer gehörten zu den Mongolen. Natürlich. Euch so zu sehen. Ich bin noch erschüttert. Ich muss mich ausruhen. Am See. Bei deinem Lieblingsbaum. Ja. Kommt. Okay. Du sagtest vorhin, du hättest Gifte gebraut. Das schützt den Reis gegen Ungeziefer. Kannst du stärkere machen? Etwas, das Menschen tötet? So etwas verdient niemand. Kannst du es? Bei höherer Dosis ist die Wirkung scheußlich. Gut. Oh, mein Herr. Setzt euch kurz zu mir. Okay. Aber Gift war niemals der Weg der Sakai. Kein Sakai kämpfte gegen das Mongolenreich. Ich brauche jede Waffe, die wir haben. Tsushima kann sich Zweifel nicht leisten. Die Mongolen haben euch verändert. Die Welt hat sich verändert. Meine Mutter lehrte mich die Pflanzen, die heilen. Jene, die schaden, sogar töten. Aber man muss sie verzehren. Wie wollt ihr die Mongolen vergiften? Mit Blasrohr und Pfeilen. So machte es einer der Genji-Krieger. Er lernte bei Mönchen aus dem Westen. Wirst du mir helfen? Versprecht mir, immer ein guter Mann zu bleiben. Versprochen. Ich sorge nun schon für euch, seit eure Mutter euch im Leib trug. Das tue ich weiterhin. Dann brauche ich noch etwas für ein Blasrohr. Früher gab es viel Schilf unten am Fluss, bei der alten Furt. Wisst ihr noch? Ihr und euer kleiner Freund haben daraus kleine Boote gebastelt. Meose und ich haben früher tagelang die Schlacht von Dano-Ura nachgespielt. Seid vorsichtig, Jin. Die Eindringlinge haben hier einen Außenposten. Keine Sorge, ich bin bald mit Schilf zurück. Holt euch euer Schilf. Okay. So. So. Mal da. Und jetzt können... Ah nee, wir müssen ja dahin. Ja. So, Geister der Vergangenheit. Immer noch am Start. So. Da müssen wir hoch. Wo war man? Rico hatte recht. Ein Mongolenposten. Das ist doch da, wo wir schon waren. Ja. Okay. Und da haben wir ja schon ein bisschen aufgeräumt, Gott sei Dank. So. Ah ja. Perfekt für ein Blasrohr. Ich bringe die zu Yuriko. Ach, das war's. Mehr nicht. Mehr haben wir hier nicht machen müssen. Okay. Na dann. Nein, nicht der Fotomodus. Ich will doch nur mein Pferd. So. Ein braves Pferd, Mobo.
Jetzt reiten wir wieder zurück. Moment. Klassisch, an vorbeigeritten. Ja, los! Okay, Moment, da müssen wir da runter. So, da wären wir wieder. Was ist denn mit ihr los? Yuriko? Oh, entschuldigt, junger Meister. Ich dachte gerade an Fürst Sakai. Das vermeide ich gern. Er liebte euch auf seine Weise. Doch jetzt genug davon. Ich habe ein Blasrohr und Pfeile. Alles, was fehlt, ist das Gift. Aber sicher, junger Meister. Okay. Kommt mit mir. Ich habe ein kleines Lager, wo ich Pflanzen und Kräuter für Salben sammle. Guck mal da. Und Gift. Ah ja. Es tötet Ungeziefer in Sekunden. Es darf ruhig stark sein für die Invasoren. Guck mal da, die Alte, ey, mit allen Wassern gewaschen. Da steht hier eine knallharte Alchemistin. Unglaublich. Es ist schön, wieder mit euch zu reiten. Du und Fürst Shimura lehrtet mich das Reiten. Auf diesem winzigen Pony. Ihr saßt so stolz und aufrecht in eurem kleinen Sattel, als wäret ihr der Shogun persönlich. So. Na, wo ist denn dein Versteck? Oh nein, kleiner Jin. Was ist so lustig? Mir ist eingefallen, wie ihr hier draußen fast euren Onkel getötet hättet. Was? Ihr wart 3 oder 4. Der arme Mann versuchte euch beizubringen, euer Holz-Kodachi zu halten. Ihr wolltet Schmetterlinge jagen. Ich kenne die Geschichte. Onkel hatte wochenlang ein blaues Auge. Herr Shimura und euer Vater haben so gelacht. Ich dachte schon, sie würden ersticken. Ich erinnere mich nicht an Vaters Lachen. Er verlor seinen Humor, als eure Mutter krank wurde. Doch ihr habt eures Vaters Lachen. Da sind wir. Aha. Eine Gosamatte und ein Lagerfeuer. Du schläfst hier draußen? Nur wenn ich den ganzen Tag nach Pflanzen gesucht habe. Okay. Ich suche die Blumen, die wir brauchen. Ruh dich aus, Yuriko. Ich hole sie für dich. Sammle die Blumen. Okay. Sollen wir jetzt irgendwelche Blumen sammeln? Ah, nee. Da sind. Esst nicht die Samen, sie sind giftig. Ich bin kein Kind mehr, Yuriko. Oh, ich weiß. Wisst ihr noch, wie wir für eure Mutter Blumen sammelten? Sie stellte sie immer in den kleinen Alkoven zu Hause. Das sollte reichen. Jo. Bringt sie zu mir, junger Meister. Alles klar, hier, bitteschön. Deine Pflanzen. Gut, wir holen die Samen heraus. Zerstoßen sie. Und tauchen die Nadeln in die Paste. Die Dosis muss stark sein. Sie dürfte ausreichend sein.
alles fertig. Sicher, dass er hier vorbeikam. Die alte Frau hat hier irgendwo ein Lager. Hört mal, da kommt jemand. Bleib hier, Yuriko. Oha. Mal sehen, ob dieses Gift wirkt. Oh ja. Er schießt eine Vielzahl giftiger Pfeile. Ich will nur seinen Kopf und die zugehörigen. Okay. Wie weit noch? Es ist hier irgendwo. Ich hab's gleich. Weiter. Nein, bitte! Ah, der türmt geil. Ja, nice. Sieht gut aus. Bitte mehr davon. Kannst in Produktion damit gehen. Junger Meister? Ach was. Keine Sorge. Sie sind erledigt. Ich vergesse oft, dass ihr jetzt ein Mann seid. Das passiert mir manchmal auch. Gehen wir zum Anwesen zurück. Ich bleibe. Ich muss hier noch aufräumen. Mute dir nicht zu viel zu. Ach, ihr seid kein Kind und ich bin alt genug, um zurechtzukommen. Hm. Was für Gifte kannst du brauen? Immer so ungeduldig. Es gibt noch eins. Es bewirkt Verwirrung und Wut. Doch die Zutaten, welche waren das? Bitte, denkt nach. Es klingt sehr nützlich. So, naja, soll ich mal überlegen. So, Geister der Vergangenheit wäre damit abgeschlossen. Wir haben die Familienrüstung, geil. Die behalten wir jetzt die ganze Zeit an. Wir holen keine andere Rüstung mehr. So, und wir haben wieder einen Technikpunkt. Richtig, richtig nice. So. Na komm schon. Welche Farbe war's? Rot? Blätter? Ah, sie gibt uns dann so eine Nebenquest, alles klar. Und da wäre dann das nächste. Eine Abrechnung im Blut, die Vorbereitung für unseren Kampf vorgeschrieben. Aha, aha, aha. Jo. Ah, eine Blume. Nein. Mama, wir gucken mal, was wir noch verbessern können. Gehen auch mal an die Kampfhaltung. Ich würde sagen, da können wir auch noch was machen. So. Okay. Ah, da hätten wir auch noch. Die nicht, oh Mutter. Ich wünschte, du wärst hier. So, jetzt quatschen wir nochmal mit ihr. Junger Meister, möchtet ihr etwas essen? Nein, danke, Yuriko. Ich brauche nur das Gift. Du wolltest dich an die Zutaten erinnern. Es waren Blumen. Ihr erinnert euch noch, oder? Ich habe sie auf eurem Familienfriedhof gepflanzt. Ich musste die Gräber abwaschen. Vater hat mich einmal voll Wasser vom See anschleppen lassen. Er wusste, es würde euch stark machen und euch Respekt vor euren Vorfahren lehren. Erinnert ihr euch nicht an die Blumen, Jin? Spinnenlilien. So ist es. Ajo, Spinnenlilien, habe ich schon die ganze Zeit schon gesagt. Die Stolzen sind nicht von Dauer. Okay. Okay. Aus genug Spinnenlilien lässt sich ein Gift brauen, von dem Ratten durchdrehen und einander zerfleischen. Ganz furchtbar. Der Zweck heiligt die Mittel. Mach es stark genug für die Menschen. Wenn ihr es für nötig haltet. Ich weiß genau, wo wir alles Nötige finden.